Sieht ziemlich eng aus hier. Wo bin ich? Ich bin da. Ich kann mal denselben und Wasserspeier kriegen. Unten. Okay, das ist mir auch neu. So. Ja. Borgrim kann wieder Sandstein einsammeln. Und ich die magische Waffe. Jede Dukate, die wir kriegen, ist was wert. Oder so ähnlich. So, jetzt mal gucken. Hier auf dem Podest... Bin ich hier überhaupt richtig? Ja. Hier auf dem Podesten stehen zum Glück keine Wasserspeier mehr. Aber ich wollte ja hier seitlich in die Kammer rein. Genau, hier waren das letzte Mal, glaube ich, Aaskriecher drin. Auch wenn ich schwören könnte, dass ich hier nichts gefunden hatte damals. Eine hochwertige verschlossene Truhe. Und ich habe Kuano nicht dabei. Mist. Okay, nochmal raus hier. Kuano holen. Und dann wieder runter hier. Blöd gelaufen. Ich hätte gerne nur eine zweite Person, die Taschendiebstahl kann, Schlösser knacken. Aber wo lerne ich das bloß? Also wo kann jemand von meiner Truppe das lernen? Das ist jetzt ärgerlich. Noch ärgerlicher wäre es, wenn ich jetzt hier wieder reinkomme in den Raum und noch mehr Gargoyles über mich herfallen. Aber scheint noch nicht der Fall zu sein. Wahrscheinlich erst, wenn ich wiederkomme. Mann. Ja. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir eigentlich jeweils? Ardor kriegt ja, hat ja welche gekriegt, obwohl er gar nicht in der Gruppe war, als wir in Nardoret unterwegs waren. Also man kriegt, die Gruppenmitglieder kriegen scheinbar anteilhaft Erfahrungspunkte. Ist auch gut zu wissen. Ja. Und ich weiß, das zieht sich jetzt ein bisschen. Aber ich möchte jetzt ungern hier einen Cut reinbauen. Können wir uns, können wir ein bisschen. Ich kann ja mal die Pläne sagen, wie ich dann weitermachen will. Also als nächstes, sobald ich die Teile für das Rezept habe, herausgefunden habe, was ich am besten mit dem Rezept anfange, gehe ich nochmal zurück zu den Elfen und rede nochmal dort mit allen, ob mir nicht doch jemand noch was Neues zu sagen hat. Weil wir haben ja die Ruine hier gesäubert und den Elfen ging es ja eigentlich allen so schlecht, deswegen waren sie teilweise auch so unfreundlich gegen uns gegenüber. Aber nachdem wir ja die Ruine gesäubert haben und sie vor ihrem Fluch befreit haben, sozusagen, sind sie vielleicht etwas freundlicher uns gegenüber. Ja. Elfenwald, Talaria, ja, bitte,
Was gibt es denn? Bleib bitte auf der Talaria, mein Freund. Ja, gut, danke. Dann kommst du mal mit Guano. So. Und dann geht's gleich zurück in die Bosparanische Ruine. Hat Guano eigentlich mittlerweile auch? Ja, er hat sein Level abgekriegt. Dann kann er gleich mal Fechtwaffen um eins verbessern. Und sein Schlösser knacken. Und vielleicht noch etwas. Obwohl sein Schlösser knacken ist hoch genug. Seine Körperkraft etwas verbessern. Ja, verbessern wir seine Körperkraft ein Ticken. So. Und wieder in die Ruine runter. Und wenn wir dann hier bei den Elfen fertig sind, gehe ich wieder zurück zur Zollfeste. Also, ich will jetzt noch nicht in das Jagdrevier und zum Hammerberg oder wie der auch nochmal hieß. Ja, genau, zum Hammerberg will ich auch noch nicht unbedingt, weil das ist ja das nächste Ziel für die Hauptaufgabe, für unsere Queste, die Krone wieder zu bekommen. Aber erst einmal geht es für uns wieder in die Ruinen runter. Und dann, ja, sehen wir weiter. Also erst Elfen, dann Zollfeste und dann der Effat-Tempel, obwohl ich dafür dann zuerst zurück will nach Nadoret. Nee, halt erst das komische Jagdrevier, wo wir den Vogt hinbringen müssen, und dann der Effat-Tempel. Vor dem habe ich nämlich auch noch ein bisschen Bammel, würde ich fast schon sagen. Also der Tempel hier war ja schon, also die Ruine war ja schon anstrengend, sage ich mal. Aber der Effat-Tempel dürfte dann noch schlimmer werden. So. Wollt ihr uns anspringen? Dann kommt runter. Nö. Hier will uns im Augenblick nichts anspringen. Dann geht es jetzt erst einmal wieder ab in den Raum, wo ich die Truhe da durch Zufall gerade entdeckt habe. Da müssen wir noch die zweite Truhe finden. Die könnte viel oder halt das letzte Teil des Rezeptes. Ich weiß ja nicht, wo sich das dann befinden soll. Vielleicht in dem Gebiet mit den Spinnen oder etwas ähnlichem. Aber nun erstmal hier zu der Truhe. Ja. Guano, bitte öffnen. Und der Inhalt? Ein Teil eines Rezeptes. Und wir haben den vierten Teil gefunden. Was? Ja. Hab ich genug? Talent? Ja. Dann lesen wir ihn mal. Rezeptteil die arkanen Komponenten. Vom Spruche mögen sein schwierig, denn zu weben die arkane Kraft mag nicht leicht sein. Möge sein schwierig, haben wir jetzt Yoda vor uns. Oder Orken. Orks. Man verbindet die Guardiano und die Stabilis der Psyche auf folgende Art. Mit dem zuvor
Akkuratum mit Zaubernadel gewobenen Stoffe. Schon allein diese kurze Passage des ersten lesbaren Satzes. Lässt erahnen, dass viele lange Studien nötig sind, um nicht nur die arkanen Sprüche, sondern auch ihr Zusammenwirken zu entwirren. Es scheint, dass ein weiterer Teil des Rezeptes fehlt. Okay, letzten Teil finden. Das machen wir doch. Okay, jetzt gehe ich erstmal auf die andere Seite, wo damals die Spinnen waren. Und hoffentlich jetzt nicht wieder neue sind. Ja. Weil mir ist auch eingefallen, wir hatten ja bei den Elfen diese einen Weidekorb gefunden oder diese eine Kiste mit den drei besonderen Seelenrezepten drin. Vielleicht sagt uns ja jetzt jemand was dazu. Wo jetzt hin? Ich gehe erstmal weiter. Ah. Und wieder Gargoyles. Und da vorne sind ja nochmal zwei Säulen mit jeweils vier Stück drauf. Mal sehen, wie viele davon noch runterspringen. Aber das hier sind zum Glück nicht unbedingt starke Gargoyles. Obwohl, da kommen ja noch mehr. Wo kommen die anderen denn her? Achso, da standen jeweils drei Säulen. Den einen habe ich übersehen, hä? Gut. Kugelblitz. Ja. Sternwurf. Ja? Weiche! Null Schaden vom Feuerriss. Dafür war das ein guter Kugelblitz von mir. So, und den ersten haben wir ausgelöscht. Und man merkt, dass wir wieder Quano in der Gruppe haben. Der stirbt fast gleich weg. Und noch eine umgefallen. Der bei Falkland kann man einen gezielten Schuss von mir abhaben. Oh, hat immerhin viel Schaden gemacht. Nochmal Sternstaub von Quano. Geil, das nochmal ein Scharfschuss. Der müsste gleich mit dem Wuchtschlag. Okay, Feyres hat ihren zuerst erledigt. So. Die Mühe hier, die Gargoyles noch zu plündern, die mache ich mir jetzt mal nicht. Sondern ich warte darauf, dass mich von hier welche gleich anspringen. Und ja, ich laufe extra so. Okay, da hinten liegen ein paar Urnen rum und Feuermoos. Aber ansonsten ist hier nichts. Oder? Nö. Andere Seite. Jetzt gucke ich mir erstmal die Ecken hier an.